Hallo, du wundervolles Häufchen Sternenstaub. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Mindful Muse. Mein Name ist Lisa und heute wollen wir uns endlich nach harter Arbeit Saturn gemeinsam anschauen. Ich freue mich da total drauf. Es war eine super schwere Geburt, aber umso geiler werden jetzt die Videos und umso mehr, hoffe ich, kannst du daraus mitnehmen. Wenn man sich mit Saturn in seinem Horoskop auseinandersetzt, ich würde sagen, das ist so ein Gamechanger in deinem Leben, wenn du dich wirklich damit auseinandersetzt. Ja? Also darüber hinaus, dass wir uns jetzt hier diese Videos anschauen. Wirklich diese Themen in sich bewusst werden lassen, das kann dein Leben verändern. Wir haben uns ja davor Jupiter angeschaut. Jupiter war so das Glück, die Hoffnung, die Erweiterung, es war so eine Gabe, die wir einfach schon auf natürliche Weise in uns tragen. Und Saturn ist eigentlich so ein bisschen das Gegenteil davon. Es ist eine pessimistische Energie, die dich limitiert und die dir Probleme bringt, Grenzen setzt und eigentlich will, dass du eine Struktur baust, ein sicheres Fundament über die Zeit hinweg. Es ist auch etwas, was dich testet, ja, immer wieder pusht, an deine Grenzen bringt, damit du wächst, damit du reifst und damit du in diesem Bereich eben zur Meisterschaft aufsteigen kannst. Aber das braucht eben Geduld und Disziplin und das fühlt sich nicht immer leicht an. Und vor allem, wenn wir uns eben nicht bewusst darüber sind, dann kann das einfach ganz, ganz lange schmerzhaft sein. Und deswegen finde ich die Astrologie so magisch, weil für mich das wirklich, ja, alles verändert hat, als ich mich mit Saturn auseinandergesetzt habe. Es war erstmal richtig ein harter Prozess. Ich habe extrem viel geweint und es war auch richtig, richtig anstrengend. Aber das hat mich umso mehr motiviert, auch eine saturnwürdige und prozesswürdige Videoreihe für dich rauszubringen. Da Saturn ein ziemlich langsamer Planet ist, also der bewegt sich nur alle 2,5 Jahre weiter aus einem Tierkreiszeichen raus ins nächste, habe ich mich jetzt entschieden, dass wir jetzt für Saturn tatsächlich als ersten Planeten auf meinem Kanal uns nicht nur die Tierkreiszeichen anschauen, sondern im Anschluss auch eine weitere Serie rauskommen wird mit Saturn in den Häusern. Weil nehmen wir mal Saturn in Steinbock. Ja? Ende 1988 ist Saturn in Steinbock eingezogen und war dann eigentlich bis 1991, nur mit kurzen Unterbrechungen, wenn er rückläufig nochmal zurückgelaufen ist, in Steinbock. Ja? Also alle Menschen in diesem Zeitraum haben Saturn im Steinbock. Und das, was uns eigentlich individualisiert und uns zeigt, in welchem Lebensbereich Saturn wirkt, ist die Häuserposition. Und ich weiß, es gibt ganz viele Leute, die nutzen Zierkreiszeichen und Häuser austauschbar. Das kannst du auch gerne so weiter praktizieren. Ich bin davon auf jeden Fall kein Fan und deswegen möchte ich hier auch diese Doppelserie machen. Für mich sind es einfach zwei verschiedene Dinge. Ja, Widder und das erste Haus sind ähnlich, aber sie sind für mich nicht austauschbar. Es sind zwei verschiedene Ebenen einer archetypischen Qualität vielleicht. So lässt sich das vielleicht am besten beschreiben. Für mich ist das Tierkreiszeichen das Wie und die Häuserposition ist das Wo. Und das kann man nicht einfach austauschen. Aber wie gesagt, das ist nur meine Meinung und das ist nur die Art und Weise, wie ich praktiziere. Es ist dir natürlich total freigestellt, auch einfach hier diese Videos so anzuschauen, dass du das einfach austauscht. Bevor wir jetzt hier aber auf die einzelnen Positionen eingehen wollen, nochmal ganz kurz zu Saturn im Allgemeinen. Also ich habe ja schon gesagt, es ist eine eher schwere Energie, etwas Pessimistisches, Limitierendes. Es ist wirklich wie der mahnende Vater. Also es wird auch mit einer autoritären Figur in Verbindung gebracht, mit jemandem, der sehr strikt ist, der sehr streng ist, der vielleicht auch ernst ist und der irgendwie das Sagen hat. Ja? Also vielleicht auch eine Art Kontrolle über dich hat. Und ich werde jetzt im folgenden Video immer der Vater sagen, aber das kannst du für dich komplett ersetzen mit was anderem. Ja? Das kann auch deine Mutter sein, dein Großvater sein, deine Großmutter sein, es kann deine Religion sein, es kann das Militär sein, es kann ein Lehrer oder Dozent oder was auch immer sein, der oder die eben diese autoritäre Rolle in deinem Leben übernommen hat. Der Einfachheit halber werde ich einfach weiterhin der Vater sagen.
Leider machen viel zu viele Leute den Fehler, dass sie diese Saturn-Position immer nur als Negatives sehen, weil Great Malefic, ja, der große Übeltäter, es klingt auch ganz schön unheimlich und viele Leute schrecken vor Saturn zurück, aber mittlerweile ist es wirklich mein Lieblingsplanet, weil man so viel davon lernen kann. Es sind eigentlich doch immer die Herausforderungen und die Probleme, die wir lösen, die uns erkennen lassen, was für starke Charaktere wir doch geworden sind. Ja, wie viel wir schaffen können. Saturn konfrontiert uns eigentlich ewig mit dem gleichen Thema, bis wir es irgendwann checken. Dieses ewig ist meistens zumindest bis zur ersten Saturnrückkehr, die um 30 rum stattfindet. Und dann, was wir da erkennen, wird sich irgendwie so setzen in dir bis, sagen wir mal, Mitte, Ende 30. Und dann hast du im besten Fall sozusagen erkannt, was Saturn dir eigentlich beibringen will, wo er dich eben zur Meisterschaft antreiben möchte. Und dann kannst du den nächsten Zyklus eben nutzen, um da reinzuwachsen. Sollte man sich jetzt vor dem Thema wegscheuen, kann es auch natürlich dazu kommen, dass man das mitnimmt in die zweite Saturnrückkehr und die findet dann um 60 statt und dann wird man da eben nochmal mit den Dingen konfrontiert. Also es empfiehlt sich wirklich, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, die Saturn immer wieder bringt, ja immer wieder, bis wir es checken, damit wir einfach möglichst schnell aus dieser schweren und limitierenden Energie ausbrechen können und verstehen können, was Saturn eigentlich von uns will. Ja? Uns zeigen will, wie gut wir in diesem Bereich sind, wie gut wir diese Energie ausleben können. Jede Seele hat Herausforderungen. Wir alle haben einen Saturn und diese Positionen sind meistens auch immer irgendwie kacke. Trotzdem gibt es auch wirklich Positionen, die extrem schwer sein können. Und ich möchte hier zu Anfang eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Es wird teilweise wirklich um sehr sensible Themen gehen. Und wenn du dich nicht bereit fühlst, dich mit diesen dunklen Seiten auseinanderzusetzen, mit vielleicht auch Schmerzthemen aus deiner Kindheit, dann möchte ich dich bitten, vielleicht hier dieses Video abzubrechen und an einem anderen Zeitpunkt zurückzukommen, wenn du dich vielleicht bereit fühlst, sicherer fühlst, stabiler fühlst. Für alle, die weiter eintauchen wollen und sogar über das Video hinaus vielleicht, meldet euch doch gerne bei meinem Newsletter an. Ich arbeite gerade hinter den Kulissen schon an einem kleinen Integrationskurs, wo wir noch tiefer auf Saturn eingehen werden und vor allem auch mit seinem Zyklus arbeiten. Ja, also er bewegt sich ja in diesen 28-Jahre-30-Jahre-Zyklus ungefähr. Da entsteht eben auch dieser 7-Jahres-Zyklus, den ja auch viele einfach aus anderen Bereichen kennen, die sich mit Ganzheitlichkeit und Spiritualität auseinandersetzen. Das korreliert auch tatsächlich mit dem Chakra-Zyklus. Also es ist ein super spannendes Thema und ich arbeite da so einen kleinen Minikurs aus, wo es darum geht, dass wir unsere Saturnwunde integrieren und wie wir daraus eben unsere Stärke entwickeln können und so mit Saturn wachsen können, mit ihm arbeiten können und seinen Herausforderungen proaktiv entgegentreten, weil wir wissen so, geil, es steht wieder eine Lektion an und ich habe richtig Bock. Wenn du jetzt noch überhaupt keinen Plan hast, wo dein Saturn im Horoskop steht, dann kann ich dir nur empfehlen, mal bei meiner Free Masterclass vorbeizuschauen. Da gibt es 11 Videos, wo ich dir die ganzen Grundlagen der Astrologie erkläre. Ich führe dich da ganz langsam auch durch, wie du auf astro.com dein eigenes Horoskop erstellen kannst. Dir wird erklärt, wo Astrologie herkommt, was Häuser sind, was die ganzen Glyphen und Symbole sind und so weiter und so fort. Also, falls du da Lust hast, tiefer einzusteigen, den Link findest du unten in der Infobox. Da gibt es auch den Link zum Newsletter und zu meinem großen Kurs Der Himmel in dir und sowieso ganz vielen Informationen. Ich würde mich freuen, wenn du vorbeischaust oder mir vielleicht einfach ein Like oder einen Kommentar hinterlässt und natürlich im besten Fall ein Abo für den Kanal. Okay, ohne weiteres Blabla, lass uns doch direkt einsteigen mit Saturn in deinem Tierkreiszeichen. Saturn in Löwe, das hatten wir das letzte Mal 2005 bis 2007, davor 76 bis 78 und davor 46 bis 48. Und das nächste Mal werden wir das 2034 bis 2036 haben und da wirst du dann deine nächste Saturn-Rückkehr erleben. Löwe an sich ist ein sehr dramatisches Tierkreiszeichen. Ja? Die Energie hier ist sehr pompös, sie ist laut, sie ist aufdringlich, sie ist exzentrisch und Saturn limitiert dich jetzt genau hier. Ja? Das heißt, er hält dich klein. Er macht dich schon fast unsichtbar. Du fühlst dich irgendwie gar nicht mutig und gar nicht stark.
so wie sich eigentlich ein richtiger Löwe fühlen sollte. Da Saturn ja auch in unserem Horoskop den Vater darstellt, kann es auch sein, dass du zum Beispiel einen sehr dramatischen Vater hattest. Oder jemanden, der sehr selbstzentriert war, ja, der sich nicht wirklich um dich geschert hat. Irgendwo in der Kindheit ist diese Idee entstanden, dass Ego schlecht ist. Und da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Gründe, warum das passiert ist, wie das passiert ist. Es kann zum Beispiel sein, dass es einfach von deinen Eltern gelehrt worden ist. Man soll in die Gruppe passen, man soll nicht rausstechen, man soll nicht zu laut sein, man soll sich nicht in den Vordergrund stellen, sondern eher eben so zur Gruppe dazugehören. Oder die beiden waren vielleicht so exzentrisch und laut und schon fast dramatisch, narzisstisch, egoistisch und du hast dir einfach nur so gedacht, ne, damit will ich nichts zu tun haben und lebst eben genau die andere Seite aus. Dann bist du vielleicht unsicher und zurückhaltend. Es fällt dir nicht leicht, gesehen zu werden und du willst dich vielleicht sogar lieber hinter anderen verstecken. Trotzdem steckt natürlich irgendwo in dir dieses Löwekind, ja, das sich frei ausdrücken will, das einfach nur spielen will, Spaß haben will, kreativ sein will, nichts zurückhalten will, auch einfach die Bühne des Lebens betreten möchte und dafür Applaus bekommen möchte. Und wenn du dann versuchst, mit der Zeit irgendwie dein Selbstbewusstsein, deinen Selbstwert aufzubauen, kommt immer irgendwas und drückt dich runter. Irgendwas drückt dich immer wieder runter. Mach dich klein, sprich dir deine Talente ab. Und dann kommt eben so dieser dramatische Faktor rein, den Löwe ja auch hat, ja, weil es ist ein Auf und Ab und alles wird mitgeteilt. Eigentlich ist Löwe so das Zeichen auch von Freunde, Freude, Loyalität, ganz viel Liebe. Man sagt ja auch das Löwenherz. Und Saturn limitiert es, der lässt es zusammenziehen und irgendwie bekommst du nicht so wirklich die Aufmerksamkeit und kannst diese Sachen nicht so richtig nach außen tragen. Es gibt diesen Anteil irgendwo in dir, der eine Rampensau ist, der Bock hat, gesehen zu werden, die Seite, die bejubelt werden möchte. Und der positiv gelebte Saturn, der gereifte Saturn, wird genau zu so einer inspirierenden Figur später mal, ja. Jemand, der die Weltenbühne betritt und mitreißt, der performt, der gibt und teilt und andere Menschen dazu motiviert, eben auch sichtbar zu werden. Aber Saturn macht es nicht leicht. Es macht es super schwer, authentisch zu sein. Und es kann auch sein, dass es dir so schwer fällt, dass du dein ganzes Leben eigentlich nur noch in so ein Schauspiel verwandelst. Und heutzutage ist es ja auch gar nicht so schwer. Wir haben soziale Medien, da ist sowieso mehr Schein als Sein. Also vielleicht hast du so eine ganze Szenerie für dich aufgebaut, ja, und das ist alles eigentlich gar nicht wirklich du. Irgendwie kannst du dir aber halt über diese Likes und Followers und was weiß ich was diese Liebe holen. Aber das Problem ist, dass es bei Löwe wirklich darum geht, sich selbst zu lieben, um andere zu inspirieren, sich zu lieben. Und die Liebe zu teilen sozusagen, Liebe anderen zu schenken. Also die Aufmerksamkeit, die du willst, eigentlich auch anderen zu geben. Und da kommt so eine wirklich große Problematik bei dieser Position rein. Irgendwo wurde diese Liebe blockiert. Kann sein, dass du die Liebe geben wolltest, deiner Mutter, deinem Vater, einem Geschwisterchen, whosoever. Und irgendwie wurde das nicht erwidert. Und dann entsteht eine Neediness. Du möchtest unbedingt diese Aufmerksamkeit haben, unbedingt gesehen werden. Leute sollen teilhaben an deinem Drama. Du bist so, hallo, hier, das ist schon wieder passiert, hier, das ist passiert oder whatsoever. Und eigentlich können die Leute einfach nicht mehr. Und du denkst dir aber nur so, hallo, wo seid ihr denn? Das ist voll krass, was mir passiert ist. Wieso gibt mir niemand die Aufmerksamkeit? Ihr seid alle scheiße hier, sieht keiner, dass ich ein Opfer bin. Und so fängst du irgendwie an, den anderen die Energie zu saugen, die Freude zu saugen, weil du vielleicht einen Anteil in dir hast, der so full of you ist, dass du die anderen nicht mehr sehen kannst. Du sehnst dich so sehr nach Aufmerksamkeit und checkst irgendwie gar nicht, dass du sie schon die ganze Zeit bekommst. Du bist so mit deinem eigenen gebrochenen Herzen beschäftigt, dass du gar nicht checkst, dass eigentlich ja Löwe eine anziehende Energie ist. Löwe wird von der Sonne beherrscht. Und die Sonne ist das Zentrum von allem. Das heißt, natürlicherweise drehen wir uns alle dem Sonnenlicht zu. Natürlicherweise wollen die Menschen Löwe-Positionen eine Aufmerksamkeit schenken.
Aber ja, du checkst es einfach nicht. Du siehst es nicht. Und du siehst es erst, wenn es nicht mehr da ist, wenn die Aufmerksamkeit nicht da ist. Und dann bist du so, hä, was, wieso bin ich nicht mehr der Mittelpunkt? Oder wieso schenkst du mir keine Aufmerksamkeit? Dir fehlt dann auch teilweise da die Sympathie und du kannst gar nicht verstehen, warum sich jetzt die Leute von dir abwenden. Wichtig ist für dich erstmal zu checken, dass du kein Opfer bist. Und auch kein Retter und kein Savior, sondern einfach nur eine normale Person. Und es trifft auf uns alle zu. Aber für dich wird es wahrscheinlich mit am schwierigsten sein, weil Saturn, der sitzt irgendwo und der will, dass wir das unbedingt haben. Ja, der bringt uns dazu, dass wir das wirklich so, so sehr wollen. Und gleichzeitig blockiert er das. Und deswegen ist es für dich vielleicht am schmerzhaftesten, dass du eben nicht so bejubelt wirst, dass du nicht so gesehen wirst, dass du vielleicht nicht so besonders bist. Natürlich sind wir alle besonders, aber wir sind halt alle besonders. Und es gibt niemanden, der irgendwie besonders besonders ist. Es ist nicht einfach, ja, wenn man diese Loyalität und diese Liebe und diese Freude und diese Aufmerksamkeit nicht wirklich kennt, dann fängst du einfach auf natürliche Art und Weise an, das zu spielen, weil Löwe ist nun mal auch der König der Bühne. Du kannst gut schauspielern. Aber wenn du das halt so extrem auf dein Leben überträgst und das alles nur noch ein Theater ist und du gar nicht mehr weißt, was echt ist und was nicht echt ist, dann ist es Zeit, sich mal zurückzuziehen und wirklich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Vor allem, wenn du siehst, dass eigentlich um dich herum vielleicht alle einfach nur noch traurig sind und erschöpft sind und ausgesaugt sind und eigentlich nur wollen, dass es dir gut geht. Wenn du nicht aufhörst, so hart zu sein, dann kreierst du dir deine Feinde selbst. Wenn du denkst, nur weil du geboren bist, musst du jetzt perfekt sein und so gut sein und alles haben, alle Talente perfekt können oder sonst irgendwas, dann täuschst du dich. Du musst dir erlauben, besser zu werden, wegzukommen von der Idee, dass du königlich bist, dass du so besonders bist. Um wirklich in die beste Version von dir selbst reinzuwachsen, musst du die schlechteste Version von dir selbst akzeptieren. Und da gilt es sich einfach irgendwann zu entscheiden, welche dieser Versionen fütterst du? Wo packst du deine Energie rein? Lass deine verlogene oder gespielte Seite einfach mal hinter dir. Lass die Angst hinter dir und sei mutig, wirklich so zu sein, wie du bist, mit deinen Fehlern, mit deinen Macken. Du kannst geliebt werden, absolut. Für dich ist Sichtbarkeit deine Medizin, aber eine Sichtbarkeit, die darauf basiert, dass du dich einfach frei lebst, dass du wild bist, dass du dich zeigst, dass du rausgehst, dass du Raum einnimmst, dass du Spiel und Spaß erlebst und andere mitreißt. Aber diese Sichtbarkeit sollte eben nicht auf einer Unsicherheit basieren, ja? Dieser Drang danach, Aufmerksamkeit von den anderen zu bekommen. Saturn will auf jeden Fall, dass du larger than life wirst, aber er möchte eben, dass du erst die harten Lektionen begreifst, damit du eben nicht ins Ego fällst, damit du das nicht aus Stolz heraus machst, aus irgendwelchen ekligen Impulsen heraus, die eigentlich niemanden weiterbringen. Keiner will, dass du den Spaß und die Freude aus deinem Leben kickst. Das steht überhaupt nicht zur Debatte. Du solltest dich eher da reinlehnen, dich wirklich selbst kennenlernen und ein gesundes Ego, einen gesunden Selbstwert aufbauen. Und es ist okay, sich einzugestehen, dass man vielleicht den Drang hat, berühmt zu sein, sichtbar zu sein, bekannt zu sein, in welcher Definition das auch immer sein soll. Ja, das muss jetzt nicht gleich Hollywood groß sein. Aber einfach sichtbar zu sein. Es ist okay, Saturn in Löwe ist mit hoher Wahrscheinlichkeit jemand, der später im Leben sichtbar wird für seine eigene Präsenz, für die freie und authentische Art und Weise, wie er auftritt oder sie auftritt und sich zeigt und mit der Welt interagiert und so andere Menschen mitreißt und inspiriert. Lass die Kritik weg und vor allem die Selbstkritik, weil damit killst du deinen eigenen Vibe. Und ein ganz einfaches Mantra, was ich dir noch mitgeben will, ist: My dreams will come true. Das war's jetzt auch schon mit dem Video zu Saturn und ich hoffe wirklich so, so, so sehr, dass ich dir mit diesen Informationen weiterhelfen konnte und dass sie dir vielleicht einfach so einen, ja, kleinen Aha-Moment geschenkt haben, du dich vielleicht mehr verstehen kannst und sehen kannst und auch so deine Wunden einfach ein bisschen mehr verarbeiten kannst.
Wie vorhin schon erwähnt, es wird einen kleinen Saturn-Workshop geben. Es gibt auch meinen großen Kurs, in dem ich dich in die Astrologie entführe. Wenn du dazu mehr wissen willst, schau gerne hier unten in der Infobox vorbei. Auch der Free-Kurs wird dort verlinkt sein. Und ansonsten wünsche ich dir einfach nur von Herzen das Allerbeste. Und falls du Lust hast, hinterlass mir doch sehr, sehr gerne ein Like oder einen Kommentar. Teil mit mir deine Erfahrung. Und am allerbesten abonniere diesen Kanal, damit du keine weiteren Videos verpasst. Ansonsten schicke ich dir einfach ganz, ganz viel Liebe, eine dicke Umarmung. Namaste.